Richtig in über die aktuelle dramatische Frage. Ja, denn wie erwartet, kündigt nun Gesundheitsminister Karl Lauterbach einen absoluten Ja, Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Und ja, im heutigen Video sprechen wir über die aktuelle dramatische Schieflage der gesetzlichen Krankenkasse. Ja, denn wie erwartet, kündigt nun Gesundheitsminister Lauterbach einen absoluten Kostenhammer an. Nach Aussagen von Vorstandschefs der Krankenkasse, der Gesundheit, können wir aber statt einem Beitragshammer von einem Beitragsprämie ausgehen. Es ist ganz sicher, dass die Sitzerhöhung gewesen sein wird. Wenn ihr den ganzen Wahnsinn erfahren wollt, was das für uns im Detail bedeutet, dann bleibt unbedingt dran. Schon wieder kommt ein heftiger Kostenhammer auf uns zu. Natürlich zum größten Teil wieder nur die Mittelschicht treffen. Dieses Mal geht es um die Beiträge zur Krankenkasse. Die folgenden Pläne der Regierung zeigen nicht nur, dass sich die Befürchtungen aus unseren letzten Videos über die chronisch pleiten Krankenkassen jetzt bewahrheiten, sondern sie verdeutlichen auch einmal mehr, dass vor allem geringe Normalverdiener besonders belastet werden. Eben schon angedeutet, das Problem der Krankenkassen hatten wir bereits in mehreren Videos. Im letzten Jahr ausführlich thematisiert wir. Ja, die Corona-Krise hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach nun per Twitter angekündigt, dass die Beiträge für die Krankenversicherung unbedingt erhöht werden müssen und verwies dabei auf ein unfassbares Defizit von 17 Milliarden Euro. Bei genauem Hinsehen hatten viele diesen Schritt bereits erwartet, auch wer aber aufmerksam kam, meine Videos verfolgt hatte, im Prinzip schon damit gerechnet, denn es war nur eine Frage der Zeit, bis diese Botschaft öffentlich gemacht wird. Schließlich hatte der Chef der Krankenkasse Barmer, Christoph Straub, im vergangenen Sommer schon angekündigt, dass dramatische Erhöhungen der Krankenkassenbeiträge auf uns zukommen. Bereits im August 2021 waren die Rücklagen der Kassen sowie die Reserven des Gesundheitsfonds vollständig aufgebraucht. Zumindest will Karl Lauterbach die Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung für alle erhöhen. Nach den Plänen des Gesundheitsministers sollen alle gesetzlich Versicherten ab 23 monatlich 0,3 Prozentpunkte mehr Krankenkassenbeiträge zahlen. Damit erreichen wir einen Rekordbetrag, denn so viel mussten wir noch nie bezahlen. Wenn es also noch den Wünschen bei Lauterbach geht, steigen ab nächsten Jahr die Beiträge von 15,9 auf 16,2 %. Die Krankenversicherung doch schon jetzt gekündigt sich an, dass dies nicht die letzte Erhöhung gewesen sein wird. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber die bittere Pille der Erhöhung wird wohl auf mehrere Einnahmen verteilt werden. Die Welt schrieb hierzu folgendes. Der Vorstandschef der Krankenkasse DRK Gesundheit, Andreas Thom, sagte der Bild, der Minister hat eine strukturelle Unterfinanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung selbst angesprochen und will die Hälfte des Defizits aber mit einmal Maßnahmen lösen. Dadurch drohe den Versicherten 2024 die nächste Erhöhung. In die gleiche Kerbe schlug der CSU-Gesundheitsexperte Stefan Pischinger in der Augsburger Allgemeinen die teils konfusen Einzelmaßnahmen werden nicht dazu führen, den absehbaren Beitragsprämie aufzuhalten, meinte er, Zitat Ende. Ja, tatsächlich klingt eine Erhöhung von 0,3 % im ersten Moment nicht hoch, doch gerade in Zeiten von Inflation und massiv steigenden Preisen für Lebensmittel, Strom und Treibstoffe trifft jede zusätzliche Belastung viele besonders hart. Inzwischen müssen immer mehr Menschen mit niedrigen Einkommen Mahlzeiten ausfallen lassen, weil die Kosten nicht mehr zu stemmen sind. Und wie bereits erwähnt, handelt es sich hier nicht nur um eine erste Erhöhung und längst nicht um die letzte. Kritisiert wird Lauterbach vorgehen auch, weil der Gesundheitsminister genau das Gegenteil von dem tut, was er im Wahlkampf noch selbst forderte. Gutverdienende mehr als Geringverdienende zu belasten, so sprach sich Lauterbach beispielsweise immer wieder. Eine Bürgerversicherung, also ein neues System der Finanzierung und eine Privatkrankenversicherung, damit wären dann alle in der gesetzlichen Krankenkasse zu dem Thema Bürgerversicherung, sagte bereits im Jahr 2018. Der Allianzchef Oliver Bäte, dass dies dann einem der DDR 2.0 entsprechen würde. Versicherungsboot.de schrieb dazu folgendes. Zitat: Mit scharfen Worten hat Allianzchef Oliver Bäte die Idee einer Bürgerversicherung kritisiert. Diese Idee bezeichnete er als DDR 2.0 und unterstellte den Befürwortern der Bürgerversicherung nicht inkompetent. Zitat Ende. Ja, doch da sich Lauterbachs Ideen mit der Bürgerversicherung wegen Einspruch der FDP kaum durchsetzen wird, muss das Loch in der Krankenkasse über Steuerzuschüsse und eine Zwangsabgabe für Pharmakonzerne finanziert werden. Die Kreiszeitung berichtete hierzu folgendes. Innerhalb der Koalition war lange über diesen Plan gestritten worden. Ich habe lange mit Finanzminister Christian Lindner verhandelt müssen, betonte Lauterbacher. Alles stehe unter der Vorgabe der Liberalen, dass die Schuldenbremse nicht verletzt und die Steuern nicht erhöht werden müssen.
Am Ende bliebe dann nur noch eine Beitragsanpassung, so Lauterbach zitiert Ende. Insgesamt sollen mit der Erhöhung des Zusatzbeitrags bis zu 5 Milliarden Euro eingenommen werden. Dank eines erhöhten Steuerzuschusses in Höhe von 2 Milliarden Euro soll das Defizit in den Kassen weiter geschmälert werden. Und auch der Bund will den Kassen ein Darlehen in Höhe von 1 Milliarde Euro gewähren. Ja, die weitere Milliarde soll laut Lauterbach aus den Rücklagen der Krankenkassen und des Gesundheitsfonds zusammenkommen, sowie der genannten Zwangsabgabe für Pharmakonzerne und durch Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen. Man fragt sich also tatsächlich, was dort noch eingespart werden soll. Denn die Leistungen heute entsprechen ohnehin nur noch einen Bruchteil von dem, was es mal gab. Um gut verdienen nur noch mehr zu belasten, wird aktuell über die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze debattiert. Diese Idee wird vor allem von den Grünen vertreten. Aktuell liegt die Beitragsbemessung bei einem jährlichen Verdienst von 58.050 Euro. Pro Jahr also einem monatlichen Bruttolohn von 4.837 Euro und 50 Cent Einkommen. Was über die Grenze erzielt wird, ist beitragsfrei. Der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt machte den Vorschlag, den Mehrwertsteuersatz auf Arzneimittel zu senken, um damit auch die Kassen deutlich zu entlasten. Doch Lauterbach entwurf sieht das nicht vor. Tatsächlich werden also Geringverdienende wieder überproportional stark von den Kosten für das Sozialsystem belastet. Immerhin zahlen Angestellte mit einem Einkommen von bis zu 30.000 Euro im Jahr 36% aller Sozialabgaben. Dazu übernehmen Durchschnittsverdiener nochmal 26% der Last. Dass hier etwas grundlegend falsch läuft, ist ganz offensichtlich. Hätten die Beiträge für Gering- und Durchschnittsverdiener reduziert werden müssen. Denn wie kann man es denn überhaupt möglich sein, dass jemand mit 48.000 Euro im Jahr diese Krankenkassenbeiträge bezahlt, wie jemand mit einem Einkommen von 500.000 Euro oder mehr? Lauterbach hingegen verteidigte sie, damit er die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung in einem sehr schwierigen Zustand vorgefunden hat. Er habe das Defizit von einem Vorgänger Jens Spahn geerbt. Es sei aber nicht größer geworden. Auch nach einer IGS-Studie ist das immer größer werdende Finanzloch nicht durch die Corona-Krise entstanden. Vor allem die kostenträchtigen Reformen der letzten Jahre führten dazu, dass die finanzielle Lage der Krankenkassen immer kritischer wurde. Denn die Ausgaben stiegen viel schneller als die Beitragseinnahmen. So hatte beispielsweise Gesundheitsminister Spahn in den vergangenen Jahren zahlreiche kostenprächtige Gesetze auf den Weg gebracht. Wie etwa das errichtete der Termin Servicestellen für Kassenpatienten, einen schnellen Facharzttermin bräuchten viel Geld. Kosten auch die Verbesserung im Pflegesektor und die enormen Kostensteigerungen werden nun unter anderem sichtbar. Chef der Technikkrankenkasse Jens Boss nannte zum Beispiel das sogenannte Terminservicegesetz eine politische Fehlentscheidung. Vergessen dürfen wir an dieser Stelle nicht, dass dieses Gesetz 4 Milliarden Euro verpulvert wurde. Doch laut passt sei dies in absoluter Reihenfall. Im Detail sagt er folgendes Zitat. Er sollte der Versicherten geben, guck mal, wir haben was gemacht, damit du schneller einen Termin kriegst. Gleichzeitig befriedigt ist die erste, weil diese deutlich mehr Geld abrechnen können. Zitat Ende. Ja, und was denkt ihr? Wie schlimm wird es mit unseren gesetzlichen Kassen noch werden? Schreibt mir doch euer Kommentar unbedingt unter dem Video. Bleibt gesund, wenn dir das Video gefallen hat, einfach Finger nach oben. Bleibt so wie ihr seid, Leute. Bis zum nächsten Mal.